Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. So, ich hab's geguckt. Wir kämpfen jetzt gegen Irkala oder wie die heißt. Ja, da steht's ja, Irkala im Irin-Palast. Und ich weiß gar nicht, wie man die bekämpfen soll. So, wer zu spät kommt, wird bestraft. Okay, kein Problem. Beim Setzen von Klingen, Auren, globalen Auren, zaubert sie Fluch plus 25 Schaden auf denjenigen, den zaubern. Okay. So wie eine minus 75% Schwäche-Version. Das ist schon mal kacke. Wird ein Zauber gewirkt, der zusätzlich eine Klinge gibt, erhält Irkala eine plus 75% Schwäche. Und der Zauber bekommt eine plus 25% Schattenfalle. Wird eine Falle gesetzt, so zaubert Irkala eine Aura mit 10% Schaden. Diese Aura mit jeder Falle, die gesetzt, wird, erhöht sich der Schaden um 10%. So, beim Setzen von Klingen. Auf den. Ey, wie soll man das denn schaffen? Hä? Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Ja, liebe Leute, ich weiß nicht. Oh nein! Du solltest nicht als erstes in den Kampf, aber egal. Boah, die Alte, die ist krass. Die wird krass. Hat auch noch, die hat auch noch so viele Lebenspunkte. Ja, oder man greift nur an, ne? Das kann man natürlich auch machen. Aber wir gucken uns das jetzt nochmal an. Live, quasi. Vielleicht sind das ja auch alte Informationen gewesen. Wer weiß das schon. Man darf sich auf jeden Fall heilen. Dafür hätte ich mir auch mehr Zauber mal ins Kartendeck packen müssen, ich Schlaumeier. Wenn ich das jetzt gerade so aufschreibe. Minus 75%. Schluck. Aber die eine Klinge kann ich jetzt auf jeden Fall behalten. Da ist der Gegenschlag. Schützen können wir uns, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Diese Cheats sind immer so doof, oder? Ach, hat er schon... Aber ich hätte mir wirklich mehr Zauber einpacken müssen für den Kampf, ne? Heilen geht, Schilde gehen. Fallen und Klingen gehen nicht. Klingen gehen eigentlich überhaupt nicht. Und Fallen, ja, muss man gucken, ne? Ich probiere es jetzt mal.
Ist ja auch gar nicht mal. Holy crap. So, jetzt hat sie schon mal plus 10% abgehende Angriffskraft. Das kann man noch verkraften, ne? Also mit Fallen kann man arbeiten, muss dann aber damit leben, dass man viel Schaden einsteckt. Was? Ist das jetzt die Strafe gewesen? Ist das ein... Was soll das? Ich wollte gerade sagen, alle Pips sind weg, aber ich habe ja gerade den Gegenschlag benutzt. Ne? Ein paar kritische Angriffe wären nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Rundenzauber gehen auch, ne? Wollen wir einmal angreifen? Kriegen wir schon hin, Leute, oder? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Ja, 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 ja. Oh. Kritisch wäre voll nett gewesen, Kevin, aber gut. 9000. Noch nicht mal die Hälfte. Hier gibt es... Nee, wir packen das schon, schreibe ich. Kriegen wir auch hin, kriegen wir hin. Den darf ich auch nicht machen.
Hunter sieht ganz cool aus hier mit seiner Waffe und seiner Kleidung, ne? Boah, dafür gibt es gleich 700.000 Erfahrungspunkte. Ich bin maximales Level. Damn it. Ich glaube, das habe ich wirklich nicht geschrieben. Mist. Schattenifrit für jeden Spieler, der hier ist. Oh, ich werde wahnsinnig. Wenn er jetzt nochmal kommt, dann kriege ich aber einen Affen. Oh. Ihr Karlali hat's drauf, ne? Die hat's wirklich drauf. Ich habe nur noch 3000 Lebenspunkte. Boah, wie fies die drauf sind, ne? Naja. Hinbekommen wir es so oder so. Kein Problem. Aber alleine hätte ich das im Leben nicht hinbekommen. Gut, 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 dass ich es nicht alleine gemacht habe. Ich habe die Aufnahme gestartet und nehme jetzt die vierte Folge, glaube ich, auf. Und es sind nur... Es ist nur dieser Irim-Palast hier. Mit den vier Endgegnern. Okay. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt heute Abend. Kritisch ist schon mal schön, Kevin. Sehr schön. Aber es gab jetzt doch keinen Djinn-Zauber, oder wie? So, theoretisch könnten wir jetzt mit dem Drachen ja auch noch gut was abziehen, weil sie hat 1, 2, 3, 4, 5 mal Dinger drauf, ne?
Oh, wie sweet, oder? Das ist nett. Ja, ich sage gerade nicht mehr so viel, Leute. Ich muss mich konzentrieren. Wie ein kleiner Fluch wird Wunder wirken. Was? Was hat der denn hier? Schlechtes Juju? Was ist denn schlechtes Juju? Bin ich mal gespannt, was das ist. Sagt mir doch gar nichts. Ein bisschen Motivation ins Feld streuen. Weil die hat ja nicht mehr viele Lebenspunkte, ne? 7000 noch oder so? Na. Ach, die globale Aura geht jetzt doch, oder was? In den Regeln stand, dass globale Aura nicht geht. Naja. Das sind ja dann auch so Sachen, die werden dann bei Updates wieder rausgenommen und so weiter. Hm. Mal so, mal so. Das ist schlechtes Juju. ...7249 noch. Die sind lustig. Die Enddungeons. Balk ist mein Favorit. Schattenbalk. Ja, habe ich schon gehört. Ich bin schon längst gespoilert worden wieder. Ich werde dauernd gespoilert. Irgendwer macht es eh immer. Der Kampf zieht sich aber, oder? Leute, Leute, Leute. Boah, der heilt aber ordentlich. Sowas würde ich mir von einem gekauften Gehilfen mal wünschen. Dass man so krass viel geheilt wird. Aber der Aufwand lohnt sich. Kritisch, sehr schön. Ach, immer noch nicht. Ach, immer noch nicht kaputt, die Tante. Oh, werde ich den vernichtenden Schlag ausführen oder wird es Patrick sein? Machte Patrick. Jetzt ist Feierabend.
Kevin. Du bist echt süß. Wuhu, geschafft! No! You can't! How dare you defeat me? A human wizard and a junior genie? It's not possible! It must be all the stress. Yes, it must be. You've earned an explanation at least, I suppose. Come to my sanctum and we'll have a pleasant little talk, yes? And then you'll leave. Quatsch. Dann sprechen wir in der nächsten... Ah, der will mich veräppeln. Nee, dann sprechen wir jetzt mit ihr, Carla. Weil ich muss diesen Dungeon beenden, weil danach ist meine Aufnahme schon erstmal beendet für heute. Oh, alter Schwede, du. There now. This is better, isn't it? A polite conversation between former adversaries. I shall endeavor to explain myself. It's true, I made a mistake. I knew Xerxes wasn't who he claimed to be, but I had my own agenda. I wished for the liberation of all Djinn. So I struck a bargain to steal the chrono shards for Grandfather Spider. Only too late did I learn I'd fallen victim to the most classic trick. Grandfather Spider will grant my wish. We will be liberated. But only when he reverses the sands of time and literally unmakes the spiral. Yes, you heard correctly. Spider will use the chrono shards to turn back time and erase our very existence. All of us and all of this. I fear there's nothing any of us can do at this point. I suggest you inform your friends so they can make the most of the time they have left. Well, that's depressing, isn't it, Master? Let's go back to the alchemist, or Santiago. Maybe he'll have some idea of what we should do? Ich bin Level 125. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Ob es im Irim-Palast noch was gibt, weil das wäre nämlich ärgerlich, wenn ich hier nochmal hin zurück müsste. Diese ganzen offenen Sachen. Karawan. Berg der Karls. Linksgrotte. Das war's. So, ab zurück nach Karawan. In der nächsten Folge geht's dort weiter in Karawan. Ja, und jetzt bin ich Level 125. Guckt euch nochmal an. Erfahrung Max. Max. Das erste Mal, liebe Leute. Ich kann es gar nicht glauben. Was für ein Moment. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.